Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Wir wollen heute insha'Allah ta'ala den zweiten Teil von Surat al-Muzzammil, der 73. Sure des Korans, behandeln. Und wir hatten letzte Woche eine Einleitung gehabt zu dieser Sure und uns mit den ersten 10 Versen dieser Sure intensiv beschäftigt gehabt. Und haben aufgezeigt gehabt, dass Surat al-Muzzammil eine frühmekkanische Sura ist. Wahrscheinlich offenbart nach Surat al-Mudathir als dritte Sura. Vielleicht auch als vierte Sura. Manche gehen auch davon aus, dass es die zweite Sura war. Gibt es unterschiedliche Meinungen. Dass aber Surat al-Muzzammil höchstwahrscheinlich oder nach Ansicht einiger Gelehrte nicht vollständig mekkanisch gewesen ist, sondern ein Teil dieser Sura auch medinensisch gewesen ist. Und zwar die letzte Ayah dieser Sura, auf die wir heute auch eingehen werden, insha'Allah ta'ala. Wobei es auch bei dieser letzten Ayah Meinungsverschiedenheiten gibt, ob sie nicht doch schon in Mekka offenbart wurde oder dann erst später in Medina. Es ist nicht ganz sicher. Es ist nicht ganz sicher. Und wir werden dann, insha'Allah ta'ala, wenn wir die Ayah besprechen werden, noch einmal etwas ausführlicher auf diese Frage eingehen und auf die Themen eingehen, welche diese Ayah behandelt. Wir haben aufgezeigt gehabt, dass Surat al-Muzzammil im Unterschied zu Surat al-Mudathir die innere Vorbereitung unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam auf seine bevorstehende Verkündung der Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala vorbereiten sollte. Surat al-Mudathir hat vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam verlangt, nach außen zu treten, die Menschen zu warnen. Und Allah Ta'ala, er hat ihm aufgezeigt, wie er mit diesen Menschen umzugehen hat. Während Surat al-Mudathir dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam aufgezeigt hat, wie er sich auf diese schwierige Aufgabe der Verkündung der Botschaft innerlich vorbereiten kann. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala, er hat dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam verschiedene Anweisungen gegeben. Mittel mit auf den Weg gegeben, mit denen er sich stärken kann, um dieser Verantwortung gerecht zu werden. Weil er nämlich, wie es auch schon Allah Ta'ala sagt, eine Verantwortung tragen wird. Weil Al-Muzzammil ist etwas, was ich trage. Wir haben ja auch gesagt, etwas, was ich in der Nacht trage. Aber es ist etwas, was ich trage, was gewichtig ist. Und damit ich es auch wirklich tragen kann, muss ich vorbereitet sein, muss ich geübt sein, muss ich gestärkt sein. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er zeigt unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam, wie er sich stärken kann. Und wir hatten letzte Woche all diese Ayat, diese ersten 10 Ayat von Surat al-Muzzammil ausführlich besprochen gehabt. Und was sind jetzt diese Wasail, diese Mittel, um sich zu stärken? Bei der oder für die Verkündung der Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala. Nummer 1, Qiyamul Layl. Qum al-layla illa qalila. Steh zum Gebet auf. Ja? Bis auf einen kleinen Teil. Die Hälfte. Oder, ja, ein bisschen weniger als die Hälfte. Also entweder 2/3, die Hälfte, oder 1/3. Dann, warattil al-Qur'an tartila. Und rezitiere den Koran, trage ihn wohlgeordnet vor. Beschäftigung mit der Botschaft Allahs, Tartil. Aber nicht nur einfach lesen, sondern wirklich sich darüber Gedanken machen, sich mit der Botschaft Allahs beschäftigen. Wir hatten letzte Woche über Tartil gesprochen gehabt und was Tartil bedeutet. Dann hat Allah Ta'ala ihm auch erklärt, warum. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Gewiss, wir werden die gewichtigen Worte offenbaren. Wir haben erklärt, warum es gewichtige Worte sind. Und dann erklärt Allah Ta'ala, was Qiyamul Layl, das Gebet in der Nacht, mit einem Menschen macht. Inna nashi'at al-layli hiya ashadd wata'an wa aqwa muqila. Das Aufstehen in der Nacht hat stärkeren Einfluss auf die Seele und bringt eher aufklärende Worte. Und wir haben sehr schön erklärt gehabt, ja, was gemeint ist mit diesem wata', inwiefern es dann auch einen Abdruck, einen sozusagen sich auf den Menschen auswirkt und einen Athar, das heißt eine Spur hinterlässt beim Menschen. Und dazu führt, dass der Mensch dann, obwohl er vielleicht körperlich geschwächt ist, dadurch, dass er wenig geschlafen hat, aber trotz alledem stärker ist in der Verkündung der Botschaft Allahs Ta'ala. Und dann, ja, inna laka fin nahari sabahan tawila, du hast ja am Tage lange Zeit für Beschäftigung. Und wir haben aufgezeigt, was sabah bedeutet. Ja, dass ich im Grunde genommen die ganze Zeit über beschäftigt bin. Mit all meinen Körperteilen, mit all meinen Sinnesorganen. Wie ein Schwimmender, der im Wasser ist und seinen gesamten Körper bewegt.
Und dementsprechend brauche ich diese Vorbereitung in der Nacht. Und dann kommt eine dritte Wasila, eine dritte Methode, um gestärkt zu sein. وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ. Und gedenke des Namen deines Herrn. Immer Dhikr machen, die ganze Zeit über. Mit Allah verbunden sein. Und dann Nummer 4. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبَتِيلًا. Und widme dich ihm ganz allein. Also, dass ich mich voll Allah Ta'ala widme und mich ihm zuwende. Und mit meinem gesamten Körper, mit meinem Geist, meinem Herz, meinen Gedanken bei Allah Subhanahu wa Ta'ala bin. Das ist dann die vierte Methode. Und dann رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ La ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Er ist der Herr des Ostens und des Westens. Wir hatten aufgezeigt, das hat zwei Bedeutungen. Also er ist der Herr überall und gleichzeitig er ist der Herr zu jeder Zeit. Am Morgen und am Abend. Und dann, la ilaha illa hu. Es gibt keinen Gott außer ihm. Fattakhidhu wakila. So nimm ihn dir zum Sachwalter. Vertrauen in Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ist der beste Anwalt. Das ist die Methode Nummer was? Waren wir bei 5 oder 6? Ich glaube 5. Ja? Nummer 5. Und jetzt kommt die Methode Nummer 6. وَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. Und ertrage standhaft, was sie sagen. Sabr, Standhaftigkeit. Immer wieder die Methode überhaupt. Und dann Nummer 7, wenn man das davon trennen würde. وَهْجُرُهُمْ هَجَرًا جَمِيلًا. Und meide sie auf schöne Weise. Dass ich mich mit bestimmten Menschen nicht immer übermäßig viel beschäftigen muss, wenn ich merke, sie wollen so und so nicht mit der Da'wah was zu tun haben. Sondern dass ich mich auf diejenigen konzentriere, welche die Worte Allahs auch wirklich hören wollen. 7 Methoden, die Allah Ta'ala gleich am Anfang unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam mit auf den Weg gegeben hat. Und nachdem Allah Ta'ala jetzt unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam gerufen hat, ihn aufgezeigt, was er zu tun hat, wie er sich vorbereiten kann auf diesen Weg, wendet sich jetzt Allah Ta'ala wem zu? Er wendet sich dem Muschrikun zu. Und der Übergang ist fließend, aber sehr schön. Und zwar spricht Allah Ta'ala immer noch unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam an, aber gleichzeitig warnt er auch die Muschrikun. Und wird sie dann 2 Verse oder 3 Verse später direkt ansprechen. Also ein sehr, sehr schöner und interessanter Übergang. Jetzt kommt ein Abschnitt, wo Allah Ta'ala die Quraysh kritisiert für ihr Verhalten. Und dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam sagt, schau mal, du brauchst dir keine Gedanken zu machen. Du bist nicht verantwortlich für sie. Sie sind selbst verantwortlich für ihr Verhalten. Und ich werde mich ihnen annehmen. Deine Aufgabe ist eine Aufgabe. Und zwar die Verkündung der Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala. In alayka illa balagh. Deine Aufgabe ist nur was? Das Verkünden. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen. Unsere Aufgabe ist es nicht, irgendwelche Menschen zu zwingen oder Druck auszuüben, ja, dass sie rechtgeleitet sind. Nein. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Willst du etwa die Menschen dazu zwingen, bis sie gläubig sind? Unsere Aufgabe ist es lediglich, die Botschaft Allahs zu verkünden. Wer sie annimmt, der nimmt sie an. Wer sie nicht annimmt, der muss dann dementsprechend die Konsequenzen tragen. Und genau das ist es, was Allah Ta'ala jetzt indirekt unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam schon ganz am Anfang des Islam mit auf den Weg gegeben hat. Mit den Worten, وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ. Und lasse mich allein mit den Leugnern der Botschaft, die ein angenehmes Leben haben. وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا. Und lasse ihnen noch kurze Zeit. Allah Ta'ala, er spricht hier unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam an und er zeigt ihm auf, du brauchst dir keine Gedanken über sie zu machen. Sie werden die Konsequenzen ihrer Taten eines Tages tragen und sie müssen dafür auch Rechenschaft ablegen. Und deswegen mach dir keine Sorgen. Deine Aufgabe ist es, Sabr zu haben, die Botschaft Allahs zu verbreiten. Und wenn sich Menschen abwenden, dann ist das ihre Sache. وَهْجُرْهُمْ هَجَرًا جَمِيلًا. Und meide sie. Wenn sie nicht wollen, dann wollen sie eben nicht. Am Ende wird jeder einzelne von uns vor Allah Ta'ala stehen und muss Rechenschaft ablegen für das, was er getan hat. Und deshalb konzentriere dich auf diejenigen, welche die Botschaft Allahs auch hören wollen, welche sie verstehen wollen. Ein ganz, ganz wichtiger Uslub in der Da'wah.
dass ich meine Zeit nicht verschwende mit Menschen, alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, dass ich meine Zeit nicht verschwende mit Menschen, die mir überhaupt nicht zuhören wollen. Und es gibt manche Muslime, die machen das. Die sind nur beschäftigt mit solchen Menschen. Das heißt nicht, dass wir nicht auch Leute haben, welche sich auf einen bestimmten Bereich in der Da'wah konzentrieren. Und zwar Raddu Shubuhat, dass man die Einwände gegen den Islam widerlegt. Das ist eine andere Sache, das ist wichtig. Das macht man aber in erster Linie für wen? Das macht man in erster Linie für die Muslime. Weil heutzutage gibt es so viele Einwände gegen den Islam, dass viele Muslime anfangen zu zweifeln. Gerade durch YouTube gibt es so viele Möglichkeiten, den Menschen also sozusagen zum Zweifel zu bringen, dass viele Menschen keine Antwort darauf haben. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir Leute haben, Kanäle auf YouTube haben, die sich nur darauf spezialisieren. Das finde ich sehr gut. Man kann nicht alles machen. Und es muss Leute geben, die sich genau auf diesen Bereich spezialisieren. Die wirklich jeden Einwand nehmen und ihn widerlegen. Nicht unbedingt, weil man neue Muslime gewinnen möchte. Das ist dann ein schöner Nebeneffekt. Sondern in erster Linie, damit man die Muslime, die anfangen zu zweifeln, retten kann, davor, dass sie vom Glauben abfallen. Aber grundsätzlich, jemand, der nicht hören möchte, der taube Ohren hat, mit dem solltest du deine Zeit nicht verschwenden. Konzentriere dich auf diejenigen, die wirklich hören wollen. Und da haben wir nochmal was? Die schönen Ayat, die wir auch letztes Mal erwähnt hatten, in Surat Abasa. Abasa wa tawalla. Warum hat Allah Ta'ala hier unseren Propheten zu Hause kritisiert? Er runzelte sie schön und wandte sich ab. Anja'ahul a'ma, als der Gewinde zu ihm kam. Was ist der Grund? Der Grund ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er hat sich zu sehr auf diejenigen konzentriert, die nicht hören wollen. Und hat dann denjenigen vernachlässigt, der wirklich etwas lernen möchte. Der sich ermahnen lassen möchte. Weshalb Allah subhanahu wa ta'ala unseren Propheten sallallahu alaihi wasallam dafür tadelte, dass er sich um die falschen Leute gekümmert hat, die ohnehin nichts hören wollen. Die mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam nur aus rein politischen Gründen sprechen. Nicht, weil sie wirklich überzeugt sind von der Botschaft oder weil sie in Erwägung ziehen könnten, ich könnte eventuell Muslim werden, sondern einfach rein aus politischen Gründen, nicht mehr und nicht weniger. Lasst uns auf diejenigen konzentrieren, die hören wollen. Und diejenigen, die nicht hören wollen, sie müssen dann die Konsequenzen tragen, wie jeder andere Mensch auch eines Tages vor Allah Ta'ala steht. Auch wir werden vor Allah stehen und wir müssen Rechenschaft ablegen für das, was wir getan haben. Und Allah Ta'ala, er sagt, وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ. Das ist eine Drohung, eine indirekte Drohung an die Mushrikun in Mekka. Und lasse mich allein mit den Leuten in der Botschaft. Ich weiß schon, wie ich mit ihnen umzugehen habe. Uli Na'mati, nicht Ni'ma, manche lesen das Ni'ma, ist falsch. Uli Na'mati, die ein angenehmes Leben haben. Es gibt einmal den Begriff Na'ma, es gibt den Begriff Ni'ma und es gibt den Begriff Nu'ma. Alle drei haben eine spezifische Bedeutung. Sie ähneln sich, aber haben jeweils eine spezifische Bedeutung. Na'ma, wie es Sheikh Tahir ibn Ashur seinem Tafsir sagt, bedeutet so viel wie, es ist ein Wort für At-Taraffuh. Also, dass ich ein luxuriöses Leben führe. Wo es eigentlich nur um Äußerlichkeiten geht. Nur um das Materielle. Nicht mehr und nicht weniger. Und Allah Ta'ala, er beschreibt sie genauso. Er sagt, das sind Leute, ja, die nur für dieses Äußere, für das Äußerliche, das Materielle leben. Und deswegen, das ist auch der Grund, warum sie überhaupt nicht bereit sind zuzuhören, weil sie nämlich einfach nur ihre Begierden folgen möchten und keine Zeit haben, sich mit diesen Wahrheiten, die vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen sind, zu beschäftigen. Dann gibt es das Wort Ni'ma. Und Ni'ma ismun lil halatil mulaimati li raghbatil insan min afiyatin wa amnin wa rizq. Das ist sozusagen ein Begriff, ja, für den Zustand, den passenden Zustand sozusagen für die Bedürfnisse eines Menschen in Bezug auf seine Unversehrtheit, also was seinen Körper betrifft, auf seine Sicherheit und seine Versorgung. Also hier geht es mehr als nur um diese Äußerlichkeiten. Hier geht es um jegliche Form von Ni'ma, auch die ich vielleicht nicht auf Anhieb erkennen kann. Ein Geschenk Allahs, eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Plural ist Ni'am. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا.
Und wenn ihr die Gnaden Allahs aufzählen wolltet, erfassen wolltet, ihr könntet sie nicht sozusagen erfassen, würde gar nicht gehen. Weil Allah Ta'ala euch so viele Gnaden gegeben hat, die ich vielleicht auch nicht in Euro umrechnen kann. Und das ist im Übrigen etwas, was viele Menschen ja missverstehen. Sie denken, ich habe nur dann Rizq, Versorgung, wenn ich etwas Materielles habe. Und vergessen, dass das Materielle nur eine Form von Rizq ist. Aber es gibt auch viele andere Formen von Rizq. Es gibt die Afia, wie wir gerade gehört haben, die Unversehrte, dass ich gesund bin. Viele Menschen sehen das überhaupt nicht als etwas Besonderes an, weil sie das für selbstverständlich halten. Aber unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was hat er gesagt? Ni'matani maghbunun fihima kathirun minnas. Es gibt zwei Gnaden, in denen sich viele Menschen täuschen. As-sihha wal-farah. Die Gesundheit und die Freizeit. Viele Menschen täuschen sich daran. Warum? Weil sie denken, es sei etwas Selbstverständliches. Ganz normal. Ich bin gesund, das ist ganz normal. Bis sie irgendwann einmal krank werden. Und dann merken, es ist alles andere als selbstverständlich. Und was mache ich mit Geld auf dem Konto, wenn ich es nicht genießen kann? Und da sehen wir, subhanallah, es gibt viele Formen von Ni'am. Rahatul ba, dass es mir einfach gut geht, dass ich ausgeglichen bin, dass ich keine Sorgen habe. Was für eine Ni'am von Allah Ta'ala. Dass ich in Sicherheit lebe, mir keine Gedanken machen muss um mein Leben. Das ist Ni'am. Aber Allah Ta'ala sagt, uli Ni'am. Weil es diesen Menschen nur um das Äußerliche geht. Hauptsache, ich lebe ein luxuriöses Leben. Und sie betrachten all diese anderen Dinge nicht. Und nur zu, damit wir das jetzt auch noch vollenden, ein Nu'ma mit Dom sozusagen, Ismun lil Masarra. Das ist ein Name für sozusagen Masarra, so wie Glücksgefühl, dass ich mich einfach glücklich fühle. Und Allah subhanahu wa ta'ala, ja, er erwähnt hier diejenigen, welche aufgrund dieser Dunya nicht bereit sind, die Wahrheit zu befolgen. Und das ist das Schlimmste, was dir passieren kann als Mensch. Dass die Dunya dich so blendet, dass du vom Weg abkommst. Und unser Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, meine lieben Geschwister, er hat genau davor gewarnt. Und er hat uns aufgezeigt, es wird eine Zeit kommen, wo die Menschen bereit sind, ihre Religion zu verkaufen, und zwar relativ schnell, ohne zu zögern, nur für ein bisschen Dunya. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, das fällt mir gerade der Anfang des Hadiths nicht ein. Yusbihu rajulu mu'mina wa yumsika. Wie fängt mal der Hadith an? Kif yabda al-Hadith? Ey, was kif yabda al-Hadith? Sayyati zaman al-Nas. Es wird eine Zeit kommen. Und es wird eine Zeit über die Menschen kommen. Ja? In der jemand als Mu'min ins Bett geht und als Käfer aufsteht. Allahu Akbar. Als Mu'min aufsteht und als Käfer zu Bett geht. Und dann, يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضِ مِنِ الدُّنْيَا. Er verkauft seine Religion für einen materiellen Wert dieser Dunya. La ilaha illallah. Die Dunya kommt und er ist bereit, seine Religion zu verkaufen. Und kommt deswegen vom Glauben ab. Das heißt, wir Muslime sind auch nicht gefeit davor. Wir müssen aufpassen. Weil zu den Wegen des Shaitan gehört genau das, dass er versucht, dir die Dunya schmackhaft zu machen. Und dass du anfängst, die Wahrheit aufgrund der Dunya nicht mehr zu erkennen und nicht mehr zu befolgen. Und wie vielen Menschen ist das schon geschehen? Möge Allah Ta'ala uns davor bewahren. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ. Und lasse mich allein mit den Leuten der Botschaft, die ein angenehmes Leben haben. Allah Ta'ala erfügt diesen Wasf, das heißt diese Beschreibung hinzu, aus welchem Grund? Weil er uns aufzeigen möchte, was der Grund ist dafür, dass sie abgekommen sind vom Weg. Allah hätte auch einfach sagen können, Al-Mukadzibin. Die Leute. Aber Allah Ta'ala, er erklärt uns, warum sie geleugnet haben, genau wegen dieser Dunya. Weil sie die Dunya nicht verlieren wollten. Weil sie dachten, sobald sie die Religion befolgen, verlieren sie die Dunya. Aber das ist ja nicht so. Wer sagt denn, dass wenn du die Religion befolgst, du auch die Dunya verlieren musst? Das stimmt überhaupt nicht. Im Gegenteil. Wenn du den Din befolgst, und zwar richtig, mit einem richtigen Verständnis, dann wirst du sowohl Erfolg in der Dunya als auch im Din haben. Sowohl in der Dunya als auch im Akhirah. Weil das ist die Grundeinstellung eines Muslims. Ein Muslim sieht sich als Khalife auf Erden, als Statthalter, der versucht, aus dieser Erde das Beste zu machen. Sie zu einem Paradies auf Erden zu machen. Das ist das, was ein Muslim versucht. Das ist das, wonach ein Muslim strebt. Er versucht schon in dieser Dunya eine Art Paradies zu errichten. Er weiß, es ist vergänglich, aber
Er versucht, diese Dunya so gut es geht, so gut es geht zu beackern, um sich auf das Akhira vorzubereiten. Und deswegen der Muslim, der seinen Iman verstanden hat, der seinen Islam verstanden hat, der macht immer wieder folgendes Dua. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana. Oh, unser Herr gibt uns in der Dunya Gutes und im Akhira Gutes. Beides. Und zuerst die Dunya und dann das Akhira. Subhanallah. Und wo ist diese Ayah? Wo steht diese Ayah? In welchem Kontext? Weiß jemand? In welchem Kontext steht diese Ayah? Dieses Dua ist ja eine Ayah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. Wo steht das? Welche Sura? Ah, in welchem Kontext? In welchem Kontext? Sehr wichtig, ja. Mit der Hajj. Jeder, der schon mal bei der Hajj war oder bei der Umrah war, der weiß, was man für ein Dua sagt, wenn man zwischen dem Rukn al-Yamani ist und dem Al-Hajr al-Aswad, dem schwarzen Stein. Genau dieses Dua. Und das haben wir vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار. سبحان الله. Das ist die richtige Einstellung eines Muslims. Und jetzt sagt Allah Ta'ala, وَمَهِلْهُمْ قَلِيلًا und lasse ihnen noch kurze Zeit. Das ist eine Androhung. Wir haben eine Muhla. Jeder Mensch hat eine Muhla. Jeder Mensch hat eine bestimmte Zeitspanne, die er zu leben hat. Du kannst dich in dieser Zeitspanne noch ändern, wenn du möchtest. Es ist dir überlassen. Aber deine Stunde wird eines Tages kommen. Früher oder später. Und wenn sie kommt, dann kommt sie und du kannst sie nicht mehr aufschieben. Es geht nicht. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Wenn ihre Lebensfrist kommt, also ihr Ajal, ihr Leben endet, dann bekommen sie weder Aufschub, noch wird es sozusagen verkürzt. Das ist genau dieser Zeitpunkt, den Allah Ta'ala für dich festgelegt hat. Und jetzt droht Allah Ta'ala ihnen ganz konkrete Strafe an. Eine Warnung. Sie sollen aufgerüttelt werden wie Ahlul Makkah. Und Allah Ta'ala, er sagt, إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. Gewiss, bei uns gibt es schwere Fesseln und einen Höllenbrand und Speise, die im Hals Würgen hervorruft, und schmerzhafte Strafe. Also genau das Gegenteil von dem, was sie sich erhofft haben in dieser Dunya. Sie wollten frei sein, jetzt werden sie gebunden. Sie wollten frei sein. Sie wollten machen, was sie wollen. Aber jetzt bekommen sie Fesseln umgelegt. Ein Kerl. Sie wollten es immer leicht haben, damals in Mekka immer im Schatten sein, nichts tun, Spaß haben. Und jetzt befinden sie sich im Jahim, im Höllenfeuer. Sie wollten immer das leckerste Essen haben, sich immer den Bauch vollschlagen, waren egoistisch gewesen, individualistisch, haben nur an sich selbst gedacht. Und jetzt kriegen sie auch Essen. Aber Essen, was im Hals stecken bleibt. La ilaha illallah. Essen, was man nicht runterschlucken kann. Und dann noch allgemein schmerzhafte, peinigende Strafe. Also genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich angestrebt haben. Und deswegen, al-jaza'u min jinsil 'amal. Das musst du dir merken. Das ist eine allgemeine Regel. Merkt euch das. Al-jaza'u min jinsil 'amal. Die Vergeltung ist immer entsprechend der Tat. Es kommt alles zurück. Nicht-Muslime nennen das Karma. Ja? Nicht-Muslime nennen das Karma. Das Universum wird dich schon bestrafen. Hört man immer wieder. Und es ist wirklich so, dass es nicht das Universum ist, sondern dass Allah ist, der diese Regel festgelegt hat. Schon in dieser Dunya bekommst du einiges von dem zurück. Wie ist es dann erst in der Akhira? In dieser Dunya bekommst du einiges von dem zurück, was du gemacht hast. Wie ist es dann erst in der Akhira? Und deswegen sollte ich als Muslim auf meine Taten achten. Ich muss immer wissen, egal was ich tue, ob gut oder schlecht, ich werde das in irgendeiner Weise zurückbekommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er droht das hier an. Auf der anderen Seite sagt Allah ta'ala, هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. Ist nicht die Vergeltung für das Gute auch das Gute? Und genauso auch umgekehrt, كَمَا تَدِينُ تُدَانِ. So wie du dich verschuldest, wirst du dann auch verurteilt werden. Und Allah ta'ala, er erwähnt genau diese Dinge.
um die Leute in Mekka zu warnen, um ihnen die Augen zu öffnen, um ihnen zu zeigen, wartet ab, die Zeit wird kommen. Und wann wird sie kommen? Zu welchem Zeitpunkt? Nicht unbedingt in dieser Dunya, aber im Akhira. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. Am Tag, da die Erde und die Berge zittern und die Berge ein zerrinnender Sandhügel sein werden. Alles wird zerstört werden. All das, was du angehäuft hast, es wird vergehen. Nichts von dem wird bleiben. Du wirst nichts mitnehmen. Was für ein Übergang. Subhanallah. Sie wollten unbedingt die Dunya. Uri Na'ma. Wollten unbedingt die Dunya, das Luxusleben. Haben sich nur darauf konzentriert. Und das, worauf sie sich konzentriert haben, wird plötzlich in einem einzigen Moment durch einen einzigen Posaunenstoß, durch Israfil alayhi salam, wird alles im selben Moment zerstört werden. Und nichts von dem bleibt übrig. Es wird zu Staub. Alles, wonach du gestrebt hast, ist weg. Wenn man sich mal heute Nachrichten anschaut aus Katastrophengebieten und die Leute, die dort interviewt werden und ihr Haus verloren haben, wenn man diese Menschen sieht, dann tut das einem leid. Subhanallah. Guck mal, er hat sein Leben lang gearbeitet, hat sich ein Haus aufgebaut und ist alles in einem einzigen Moment weg. Er hat die Möglichkeit, das vielleicht nochmal neu aufzumachen, aber was für ein Schlag. Manche Menschen sind schon so alt, sie haben das ganze Geld, was sie haben, haben sie da reingesteckt. Und genauso, subhanallah, wird alles andere vergehen. Alles, ja, was du aufgebaut hast in dieser Dunya, nur für diese Dunya, mit der Absicht, es nur in dieser Dunya zu nutzen, es wird zerstört werden. Und du wirst davon nichts mitnehmen können. Erinnere dich immer wieder daran, worauf es ankommt. Wir werden das nochmal gleich, inshallah ta'ala, ja, auch besprechen in einer anderen Ayah, wie Iznallah azza wa jalla einen schönen Hadith diesbezüglich erwähnen, ja. Du wirst von dem alles nichts mitnehmen. Und noch einmal dieser schöne Hadith, jetzt ein anderer Hadith. Und zwar, indem unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns diesbezüglich ermahnt und sagt, salawatu rabbi wa salamuhu alaihi yatba'u al-mayyitu thalafa. Dem Toten werden drei Dinge folgen. Ahluhu, seine Familie. Wa maluhu, sein Vermögen. Wa amalu, und seine Taten. Fayarji'u thnan. Zwei bleiben zurück. Deine Familie und dein Vermögen. Du nimmst davon nichts mit. Denke immer wieder daran. Ja, diese Ayat, sie beziehen sich auf die Muschrikun, die Kuffar in Mekka, gar keine Frage. Aber wir müssen auch für uns selbst daraus Lehren ziehen. Weil wir sind genauso Menschen. Wir können genauso diese Fehler machen. Und wir können genauso abkommen von diesem Weg. Und deswegen müssen wir uns immer wieder genau daran erinnern und sollten uns auch persönlich angesprochen fühlen. Und nachdem Allah Ta'ala das jetzt aufgezeigt hat, was sie erwarten wird, und dass all das, wofür sie gearbeitet haben, am Ende in einem einzigen Moment plötzlich zu Staub wird, geht Allah Ta'ala jetzt auf die Botschaft Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein und zeigt ihnen noch einmal auf, dass das, womit Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, nichts Neues ist. قُلْ مَا كُنْتُ بِدَعًا مِنَ الرُّسُلِ. Sprich, ich bin keine Erneuerung unter den Gesandten. Sondern es gab schon vorher Propheten. Und Allah Ta'ala ernennt ihnen jetzt ein einziges Beispiel. Ein Beispiel, was sie nur zu gut kennen. Und zeigt ihnen auch auf, was mit denjenigen passiert ist, die diesen Propheten nicht gefolgt haben, nämlich Musa alayhi salam. Musa alayhi salam, ja, er ist gekommen zu Pharao. Und am Ende der Geschichte ist Pharao im Meer ertrunken mit seinen Heerscharen. Und Allah Ta'ala, er bringt in einer einzigen Ayah ihnen nur diesen Vergleich. Inna arsalna ilaykum rasula. Shahidan, in zwei Ayah, Entschuldigung. Shahidan alaykum. Kama arsalna ila fir'aun rasula. Wir haben zu euch hier einen Gesandten als Zeugen über euch gesandt. So wie wir zu Fir'aun einen Gesandten sandten. Wird hier nicht erwähnt. Aber es ist klar, es ist Musa alayhi salam. Die Geschichte ist auch den Arabern bekannt gewesen. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولِ. Da widersetzte sich Pharao dem Gesandten. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. Da ergriffen wir ihn mit hartem Griff. Wir müssen uns immer vorstellen, das ist noch ganz am Anfang des Islam. Allah Ta'ala, er versendet was? Kurze Botschaft. Kurz und knapp, dass die Leute das aufnehmen können. Und er sagt ihnen, guck mal,
Es gab schon mal einen Propheten zu einem anderen Volk, den Benu Israel. Ihr kennt die Benu Israel. Sie leben in Medina. Ihr habt auch mit ihnen zu tun. Ihr handelt mit ihnen. Und ihr kennt die Geschichte von Musa a.s. Ihr kennt die Geschichte vom Pharao. Und zu ihm wurde ein Prophet gesandt. Und er hat ihn abgelehnt. Und was ist am Ende mit ihm geschehen? Er wurde vernichtet. Und wenn ihr diesen Propheten, der zu euch gesandt wurde, ebenso behandelt, wie Pharao Musa a.s. behandelt hat, dann wird euch dasselbe geschehen. Ganz einfach. Simple Botschaft. Da muss man nicht viel nachdenken. Kann jeder verstehen. Das kann jeder nachvollziehen. Ob er gebetet ist, ob er nicht gebetet ist. Ja? Jeder versteht ganz konkret, was will mir Allah Ta'ala damit sagen. Ein ganz einfacher Tashbih. Ein ganz einfacher Vergleich. Ihr habt die Möglichkeit jetzt, zu lernen von dem Benu Israel oder zu lernen vom Pharao und den Ägyptern. Lernt aus ihren Fehlern. Und macht nicht denselben Fehler, wie Pharao gegenüber Musa a.s. getan hat. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, meine liebe Geschwister. Grundsätzlich. Wir müssen aus der Geschichte lernen. Das Fatalste, was dir geschehen kann, ist, aus der Geschichte nicht zu lernen. Und zwar, ich meine mit der Geschichte jetzt nicht unbedingt die Weltgeschichte. Das auch natürlich, das ist wichtig. Aber ich meine auch ganz individuelle Geschichten. Du kennst jemanden aus deiner Familie, der auf den falschen Weg gekommen ist. Und du siehst mit eigenen Augen, was ihm geschehen ist. Und wie es am Ende ausgegangen ist. Lerne aus seiner Geschichte. Mach nicht denselben Fehler. Warum profitierst du nicht von seinem Leben und sagst, ich möchte nicht so leben, wie er gelebt hat? Auf der anderen Seite hast du jemanden aus deinem Freundeskreis, der den Weg zu Allah gefunden hat, sehr erfolgreich geworden ist. Versuche aus seinem Leben zu lernen und versuche es ihm gleich zu machen. Lernt aus der Geschichte. Macht nicht immer dieselben Fehler, die die anderen gemacht haben. Sagt nicht, lass mich in Ruhe, ich weiß es besser. Wenn euch eure älteren Geschwister, eure Eltern, die auch, sage ich mal, wissen, was sie sagen, ja, und die auch auf dem richtigen Weg sind, euch etwas sagen und es gut meinen, dann hört durchaus darauf und profitiert davon, weil sie haben mehr Lebenserfahrung als ihr. Lasst uns also aus der Geschichte lernen und von den anderen Menschen lernen. Und interessant ist, warum Allah Ta'ala hier im ersten Fall, ich meine, das muss man sich vorstellen, das ist noch ganz am Anfang. Es wurde in dem Sinne eigentlich noch kein anderer Prophet erwähnt. Surat Iqra, also Al-Alaq, die ersten 5 oder 6 Verse, 5 Verse, ist nicht von einem anderen Propheten. Surat Al-Mudathir, auch kein anderer Prophet. Also sind ja auch nur die ersten Verse offenbart worden. Und jetzt Surat Al-Muzammil. Und jetzt zum ersten Mal wird was gemacht? Es wird Bezug genommen auf eine vorherige Umma. Und da ist interessant, warum gerade Musa a.s. Warum gerade Musa? Warum nicht ein anderer Prophet? Warum gerade Musa mit Pharao? Und es gibt hierfür einen Grund. Und zwar, es gibt eigentlich keinen Propheten, der uns bekannt ist, dessen Leben so sehr ähnelt wie das Leben des Propheten Musa dem Leben unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam ähnelt. Und es gibt, subhanallah, in Deuteronomium im Alten Testament auch eine Prophezeiung, wo prophezeit wird, dass ein Prophet kommen wird wie Musa alaihi salam. Ich habe euch das mal rausgesucht. Und zwar heißt es da in sozusagen 18, im Kapitel 18, Verse 18 bis 20. Einen Propheten wie dich will ich mitten unter ihren Brüdern entstehen lassen. Ich will ihm meine Worte in den Mund legen und er wird ihnen alles sagen, was ich ihm auftrage. Einen Mann aber, der nicht auf meine Worte hört, die der Prophet in meinem Namen verkünden wird, ziehe ich selbst zur Rechenschaft. Subhanallah. Ja, sehr, sehr ähnlich. Ja. Doch ein Prophet, der sich anmaßt, in meinem Namen ein Wort zu verkünden, dessen Verkündung ich ihm nicht aufgetragen habe, oder der im Namen anderer Götter spricht, ein solcher Prophet soll sterben. Also, hier dieser Vers in der Bibel wird über einen Propheten gesprochen wie Musa a.s. Und es gibt eigentlich keinen Propheten nach Musa a.s., der Musa a.s. so ähnelte wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Christen beziehen das häufig auf wen? Auf Jesus.
Aber der Vergleich hinkt sehr, sehr stark. Weil Jesus in jeder Hinsicht unterschiedlich ist zu Musa a.s. Aus christlicher Perspektive ist Jesus erstmal kein Mensch. Musa a.s. ist ein Mensch. Ja, aus christlicher Perspektive ist Jesus Gott oder der Sohn Gottes, also ein Teil der Trinität. Also funktioniert nicht. Musa a.s. hat Vater und Mutter. Isa a.s. hat nur eine Mutter. Musa a.s. war verheiratet gewesen. Isa a.s. war nicht verheiratet gewesen. Musa a.s., er hatte ein Volk gehabt, was er um sich sozusagen herum hatte. Isa a.s. hatte nicht solch ein Volk. Musa a.s., er hatte eine ganz klare Botschaft, die Taura. Isa a.s. hatte den Injil, aber wir wissen nicht konkret sozusagen heute, was der Injil ist. Wir wissen als Muslime, es gibt ein Injil. Worte, die Allah Ta'ala Isa a.s. offenbart hat. Aber sie sind nicht so wie die Taura. Klar unterschiedlich. Ja? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er hat aber eine klare Botschaft mit klaren Gesetzen, so wie die Taura sie ebenfalls hatte. Ja? Musa alaihi salam, er hat Krieg geführt. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat Krieg geführt. Musa alaihi salam ist eines natürlichen Todes gestorben. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ist eines natürlichen Todes gestorben. Also wir sehen, subhanallah, ja, es gibt eigentlich keinen Propheten in der Menschheitsgeschichte nach Musa alaihi salam, der Musa alaihi salam so ähnelte wie unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Sehr interessant, subhanallah. Sehr, sehr interessant. Es gibt ein schönes Buch von Ahmed Didat, Sheikh Ahmed Didat, wo er genau über diesen Vergleich spricht. Ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt. Aber mittlerweile gibt es auch im Internet sehr, sehr viel diesbezüglich. Kann man sich auch darüber, inshallah, da nochmal informieren. Aber das ist sehr interessant, dass gleich hier, subhanallah, dieser erste Vergleich kommt mit Musa alaihi salam. Der erste Vergleich mit einem Propheten überhaupt ist der Vergleich unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam mit Musa alaihi salam. Und das hat natürlich den Propheten sallallahu alaihi wa sallam auch darauf vorbereitet. Ah, es wird eine Hijra kommen, ähnlich wie mit dem Benu Israel. Es kann zu Kämpfen kommen, ähnlich wie mit dem Benu Israel. Musa alaihi salam, all diese Vergleiche, subhanallah. Und jetzt, ja, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala diesen Vergleich gemacht hat, spricht er noch einmal jetzt direkt, ja, die Muschrikun in Mekka an. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Wie wollt ihr euch denn, wenn ihr ungläubig seid, vor einem Tag bewahren, der die Kinder weißhaarig wie Kreise macht? Eine klare Androhung. Allein das ist schon heftig. Wie Allah Ta'ala hier den jüngsten Tag beschreibt. Ein kleines Kind würde aus Angst weiße Haare bekommen. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Und du siehst, wie die Menschen betrunken sind, aber sie sind nicht wirklich betrunken, sondern die Strafe Allahs ist hart. Was muss das für ein Tag sein? Wallahi, an diesem Tag wünschen sich die Menschen, in die Hölle zu gehen. Solch eine Angst haben sie. Die Propheten werden Angst haben. Und auf diesen Tag muss ich mich vorbereiten. Und wir hatten in Surat al-Mudaththir schon gehört, was das für ein gewaltiger Tag ist. Ja? Ein Tag, wo es nicht leicht sein wird für die Menschen. Ein gewaltiger Tag. So dass Allah Ta'ala sogar gesagt hat, وَإِنَّهَا لَإِحْتَ الْكُبَرِ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ. Sie, also auf die Hölle bezogen, das alles, was damit zu tun hat, ist eine der gewaltigen Angelegenheiten der Menschheit. نَذِيرًا لِلْبَشَرِ. Eine Warnung für die Menschen. As-sama'u munfatirun bih. Der Himmel wird an ihm zerbrechen an diesem Tag. Kana wa'duhu maf'ula. Sein Versprechen wird ausgeführt. Es wird kommen, auch wenn die Menschen das nicht sehen. Inna hadhihi tadhkira. Gewiss, dies ist eine Erinnerung. Faman sha'a ittakhadha ila rabbihi sabila. Wer nun will, der nimmt so diesen einen Weg zu seinem Herrn. Also Allah macht noch einmal klar in dieser Sura, in dieser sozusagen Ermahnung an die Muschrikun, ja, es ist nur eine Ermahnung, nicht mehr und nicht weniger. Keiner wird gezwungen. Jeder ist verantwortlich für das, was er tut. Und wer möchte, kann das nutzen und kann einen Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala einschlagen. Es liegt an dir. Keiner zwingt dich. Keiner hält dich ab. Du entscheidest selbst, ob du diesen Weg gehen möchtest oder nicht. Aber du trägst auch die Verantwortung dann für deine Entscheidung. Nachdem Allah Ta'ala jetzt das gemacht hat und die Muschrikun jetzt noch einmal gewarnt hat, kommt jetzt dieser letzte lange Vers am Ende von Surat Al-Muzammil. Dieser Vers, über den gibt es unterschiedliche Meinungen.
wann er herabgekommen ist, konkret. Manche sagen, er ist ein Jahr nach dem Rest der Sura offenbart worden, also noch in Mekka. Andere wiederum gehen davon aus, dass es etwas später herumgekommen ist, ja, und zwar 3 Jahre. Also es gibt hier verschiedene sozusagen Überlieferungen, also von Aisha wird überliefert, ja, nazala ba'da sadri surati bi sana, also nach dem Anfang der Sura ist sozusagen diese Aya dann herabgekommen, sozusagen ein Jahr später. Es gibt noch andere Meinungen, dass es einige Jahre später herabgekommen ist, und es gibt die Meinung, dass es dann erst in Medina herabkommt. Und zwar 10 Jahre später. Das wird von At-Tabarani überliefert von Sa'id ibn Jubayr. Das sozusagen, er sagte, لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَا أَيُّهُ مُزَمَّ. Als Allah Ta'ala, يَا أَيُّهُ مُزَمَّ, auf den Propheten صلى الله عليه وسلم herabgesandt hat. مَكَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى هَذَا الْحَيَاةِ 10 سنين. Hat der Prophet, ist er so gewesen, 10 Jahre lang, was hat er gemacht? يَقُومُ اللَّيْهِ, er hat die ganze Zeit immer in der Nacht gebetet. كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ, genauso wie es Allah von ihm verlangt hat. وَكَانَ الطَّائِفَةُ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُومُونَ مَعَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ بَعْنَ 10 سنين إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ بسم الله الفاس. Des Verses. Und nach 10 Jahren, und einige Leute haben mitgemacht von seinen Sahaba, und nach 10 Jahren hat Allah Ta'ala es herabgesandt. Das ist erstmal wichtig zu verstehen. Und zwar, es ging ja hier um was? Es ging ja um die Aufforderung, in der Nacht zu beten. Eine klare Aufforderung. Qumi al-Layl, steh in der Nacht auf. Mach es. Nicht irgendwie freiwillig, sondern mach es. Und erst 10 Jahre später kommt was? Kommt die Erleichterung. Erst 10 Jahre später. Was heißt das ganz konkret? Das heißt, Allah Ta'ala, er wollte die Sahaba und den Propheten sallallahu alaihi wa sallam erziehen. Und sie haben die Aufgabe sehr ernst genommen. Und sie haben sie auch wirklich umgesetzt. So wie es Allah Ta'ala von ihnen verlangt hat. Und erst als die Erleichterung kam, wie wir gleich sehen werden, haben sie diese Erleichterung akzeptiert. Lasst uns mal diese Ayah, insha'Allah Ta'ala, jetzt anhören. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. Gewiss, dein Herr weiß, dass du etwas weniger als 2/3 der Nacht zum Gebet aufstehst. Oder die Hälfte oder 1/3 davon. Genauso, wie es Allah am Anfang von ihm verlangt hat. Subhanallah. Was hat Allah am Anfang verlangt? Entweder 1/3, die Hälfte oder 2/3. Und jetzt sagt Allah Ta'ala, und Allah weiß das. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, Allah sieht, wie du dich niederwirst vor ihm. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ, der sieht, wie du aufstehst in der Nacht, um zu beten. Subhanallah. Allah weiß es ganz genau. Aber er will, dass du es tust. Und genauso auch mit dem Dua, wenn du Dua machst. Allah weiß, dass du Dua machst. Aber es kann sein, dass er aus seiner Hikmah heraus, aus seiner Weisheit heraus, dir noch nicht die Antwort gibt. Vielleicht erst viel später. Aber Allah weiß es. Allah hört dich. Sei dir dessen sicher. Allah vergisst niemand. Manche Menschen denken, Allah hat mich vergessen. Nein, Allah hat niemanden vergessen. Und dann sagt er, وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ, und ebenso ein Teil von denjenigen, die mit dir sind. Meine Frage an euch. Diese Verse am Anfang von Surat al-Muzammil, an wen waren sie gerichtet gewesen? An den Propheten allein oder an die Gläubigen? Hä? An den Propheten oder an die Gläubigen? Umi Layl, an wen ist es gerichtet? Nur den Propheten zu Hause. Okay. Interessant ist, Allah erwähnt aber jetzt noch einige Sahaba. وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ, und ebenso ein Teil von denjenigen, die mit dir sind. Was heißt das? Das heißt, einige der Sahaba haben sich ebenfalls angesprochen gefühlt. Subhanallah. Obwohl es sich hierbei um ein Gebot an den Propheten sallallahu alaihi wa sallam handelte, haben sie gesagt, wir wollen auch so sein wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Und das ist immer wieder Subhanallah. Manche Sahaba haben gehört, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam mehrere Tage durchfastet. Al-Wisal fi al-Siyam. Und dann haben sie es ebenfalls gemacht. Dann hat der Prophet gesagt, mach das nicht. فَإِنَّمَا يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِينِ. Weil Allah gibt mir zu essen, die Kraft vom Essen und die Kraft vom Trinken. Aber ihr könnt das nicht aushalten. Also, ihr müsst nicht alles nachmachen, was ich mache. Aber die Sahaba wollten so sein wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Und deswegen, wenn der Prophet das in der Moschee gebetet hat, was haben sie gemacht? Sie haben sich ihm angeschlossen. Einfach so, oh, sie kommen in die Moschee, der Prophet steht da. Ah, gleich hinter ihm beten. Allahu Akbar. Und der Prophet hat keine Rücksicht auf sie genommen. Und deswegen, ja,
von, wer war das gewesen? Hudhaifa ibn al-Yaman. Ja, er betet hinter dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und er sagt so, Alhamdulillah, ich kann jetzt hinter ihm beten. Und er fängt an mit Surat al-Baqarah. Nach 100 Versen, jetzt fällt er bestimmt auf. Er liest weiter. Ja, Surat al-Baqarah ist zu Ende. Er denkt, jetzt macht er Ruku'a. Aber er fängt mit Surat al-Nisa an. Liest Surat al-Nisa. Und dann jetzt hört er auf und er fängt mit Surat al-Imran an. Und dann sagt er, Abu Hamam, tu bi amri sawu. Ich wollte schon sozusagen etwas Schlimmes machen, und zwar den Propheten zu Hause alleine weiterbeten lassen. Ich habe es nicht mal ausgehalten. Sie wollten so sein wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sind in seine Fußstapfen getreten und haben ebenfalls gebetet. Und Allah Ta'ala, er will jetzt eine Erleichterung. Wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar. Und Allah setzt das Maß der Nacht und des Tages fest. Alima an lan tuhsuhu fataba alaykum. Er weiß, dass ihr es nicht erfassen würdet. Da wandte er sich euch zu und erließ es euch. Was heißt es? Und zwar ist es so, dass viele Sahabe, weil sie Angst hatten, sie könnten sozusagen nicht die Nacht genau einteilen, teilweise die gesamte Nacht durchgebetet hatten. Weil Allah hat ja von ihnen verlangt gehabt, mindestens ein Drittel. Und dann haben sie gesagt, okay, ich weiß aber nicht genau, wie viel ein Drittel. Es gab damals keine Uhren. Also haben sie teilweise mehr gebetet oder teilweise die ganze Nacht gebetet. Und Allah hat gesagt, er ist derjenige, ja, der das Maß der Nacht und des Tages festlegt. Und viele von euch können das nicht und wissen das nicht und übertreiben dann. Und deswegen hat Allah Ta'ala euch das jetzt erleichtert, weil er wusste, dass ihr es nicht erfassen könnt. Von Al-Ihsa, ja, Al-Ihsa kommt von Al-Hasa. Und Al-Hasa, ja, Addul Hasa, dass ich die Steine zähle. Damals hat man so gerechnet mit Steinen zählen. Und da die Sahabe das nicht konnten, ja, ganz genau die Nacht einteilen, ja, und Allah Ta'ala das wusste, hat Allah Subhanahu wa Ta'ala dann diese Erleichterung eingeführt. Ja, und er hat gesagt, fataba alaykum, und er erließ es euch, mit anderen Worten, er hat sich euch zugewandt mit Taube und euch vergeben, dass ihr vielleicht nicht eins zu eins es so gemacht habt, wie es eigentlich sein sollte. Und hierin liegt ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und zwar, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala uns auch vergibt, wenn wir bestimmte Sachen nicht vollständig machen können. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Fürchtet Allah Ta'ala so gut ihr könnt. مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُدْرَكُ جُلُّهُ. Wenn ich nicht alles schaffe, dann sollte ich nicht alles darauf nur wenigstens einen Teil davon machen. Und jetzt erwähnt Allah Ta'ala, was? فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنُ الْقُرْآنِ. So lest bei Nacht, was euch am Koran leicht fällt. Mit anderen Worten. Steht in der Nacht mit dem Koran vor Allah Ta'ala, so viel ihr könnt. Es muss nicht an eine bestimmte Zeit gebunden, auch wenn es nur zwei Rak'a sind. Aber verbindet den Qiyamul Layli mit dem Koran. Also mit dem Koran ist hier was gemeint? Das Gebet. Weil ich nämlich im Gebet auch lese, wie es viele der Mufassirun gesagt haben. Und jetzt, ich fasse ein bisschen zusammen, inshallah, weil wir schon fortgeschritten sind in der Zeit. Aber ich möchte heute die Sura abschließen. Alima ansa yakunu minkum marda. Jetzt kommen drei, ja, sozusagen Bereiche im Leben des Menschen, von denen Allah natürlich Bescheid weiß. Er weiß, dass es unter euch Kranke geben wird. Nummer eins. Alima ansa yakunu minkum marda. Es wird Menschen geben, die krank sind, die nicht immer beten können in der Nacht. وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. Und andere, die im Land umherreisen, wo sie nach etwas von Allahs Huld trachten, also arbeiten gehen, handeln gehen, arbeiten gehen, nach ihrem Rizq streben. Und Nummer drei, وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Und wieder andere, die auf Allahs Weg kämpfen, also die versuchen, etwas für die Umma zu machen. Und genau aufgrund dieses Satzes haben viele der Mufassirun gesagt, es handelt sich um eine medinensische Sura. Weil in Mekka gab es auch keinen Kampf. Aber es könnte natürlich sein, dass Allah Ta'ala hier über was spricht? Über etwas, was in der Zukunft geschehen wird. Und ich kann ja auch etwas für den Islam machen, ohne zu kämpfen, im Sinne von kämpfen, indem ich mich nämlich abmühe auf dem Wege Allahs. Also drei Zustände, Umstände. Einmal, ich könnte krank sein. Einmal, ich könnte viel arbeiten für meine Familie. Das ist eine Form von Dschihad. Ja? Und einmal, es könnte sein, dass ich mich anstrenge auf dem Wege Allahs und deswegen nicht mehr die Kraft habe, so lange in der Nacht zu beten. Und das sind die drei Gründe, weshalb Allah Ta'ala es dann erleichtert hat. Hier gibt es einen wichtigen Zusatz, auf den ich kurz eingehen möchte, inshallah ta'ala. Und zwar, Allah Ta'ala erwähnt hier extra, es gibt manche Menschen, die nach der Huld Allahs streben. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, meine lieben Geschwister im Islam. Und zwar, Allah verlangt von mir als Muslim, dass ich versuche, nach meinem Rizq zu streben. Und das ist eine Form von was? Eine Form von Dschihad. Und derjenige, der versucht, danach zu streben und das halal zu machen, und dabei stirbt es sogar eine Art Shahid bei Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte in folgender Überlieferung, als nämlich einmal er mit den Sahaba saß, ja, und es ist eine Überlieferung von Ka'b ibn Ujra, da sah sozusagen der Prophet sallallahu alaihi wasallam, da sahen die Sahaba einen Mann, der sich sehr anstrengte, um nach seiner Versorgung zu streben, seine Familie zu ernähren. Und die Sahaba sagten, ja Rasulallah, lau kana hada fi sabilillah und gesandt darauf, wäre das doch auf dem Wege Allahs. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigara fa huwa fi sabilillah. Wenn er hinausgegangen ist, um danach zu streben, ja, seine Kinder, seine kleinen Kinder zu ernähren, dann ist er auf dem Wege Allahs. Wa in kana kharaja yas'a ala abawayni shaykhayn kabirayn fa huwa fi sabilillah. Und wenn er hinausgegangen ist, um seine beiden Eltern zu ernähren, die schon alt geworden sind, so befindet er sich auf dem Wege Allahs. Wa in kana yas'a ala nafsihi fa huwa fi sabilillah. Und wenn er hinausgegangen ist, ja, um sich selbst zu ernähren, so ist er auf dem Wege Allahs. Wa in kana kharaja riya'an wa mufakharatan fa huwa fi sabilillah. Ist aber hinausgegangen nur, um anzugeben, damit er viel Geld hat, um damit anzugeben und zu prahlen, dann befindet er sich auf dem Weg des Shaitan. Subhanallah. Das heißt, du befindest dich auf dem Wege Allahs, wenn du arbeiten gehst. Ganz wichtig, meine lieben Geschwister, immer wieder. Immer wieder. Sei unabhängig. Versuch dein eigenes Geld zu verdienen. Lasst uns dafür sorgen, dass jeder, der hier sitzt, auf seinen eigenen Beinen steht. Dass keiner von uns hier abhängig ist vom Jobcenter. Dass wir alle, inshallah, wie ist denn der Herr, wenn wir nicht darauf angewiesen sind, es gibt immer Leute, die sind darauf angewiesen, dann ist es auch in Ordnung. Aber jemand, der es nicht braucht, einfach nur zu faul ist, weil er keine Lust hat, der sollte sein Leben ändern, seine Einstellung zum Leben ändern. Es macht mich traurig, wenn ich manchmal Jugendliche sehe, kräftig, keine Arbeit haben. Nicht nur für einen kurzen Moment, Monate, Jahre lang, keine Arbeit. Und dann siehst du in der Moschee sogar manchmal zu jedem Gebet. Aber du bist trotzdem traurig, wenn du sagst, warum gehst du nicht arbeiten? Warum machst du dich abhängig? Ich gebe euch noch diese Überlieferung. Tut mir leid, heute, ich muss ein bisschen länger sagen, aber diese Überlieferung ist zu wichtig. Die ist zu wichtig. Die ist so schön, die Überlieferung, dass ich euch geben muss. Was? Ja, ja, schau mal, weil die müssen noch nach Hause heute. Deswegen, aber entschuldigt bitte noch diese Überlieferung. Sie ist nach At-Tirmidhi Hassan, nach Sheikh Al-Albani hat sie als da'if eingestuft. Also es gibt Meinungsverschiedenheiten, aber sie ist unglaublich schön von der Bedeutung her. Und zwar wird die Geschichte von Anas ibn Malik radiallahu anhu, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass zum Propheten ein Mann von den Ansar kam. Und er hat den Propheten so um etwas gebeten, um etwas zu essen. Er wollte Essen haben. Dann fragte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Emma fi baiti kishay, hast du nichts zu Hause? Er sagte, doch, ich habe etwas. Wir haben so eine Art Gewand, was wir teilweise anziehen, und teilweise auf den Boden legen. Und wir haben einen Holzbehälter, aus dem wir Wasser trinken. Das ist alles, was wir haben. Ein bisschen Stoff und ein Holzbehälter zum Trinken. Dann merkte der Prophet zu, er hat nicht gesagt, guck mal, ich gebe dir was. Und was hat er gemacht? Guck mal. Er sagte, bring mir diese beiden Sachen. Dann nahm der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie und sagte, wer kauft diese beiden Sachen? Also das, was er hatte, sollte verkauft werden. Und dann sagte ein Mann, ich kaufe das für einen Dirham, also ein Silberstück. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer ist bereit, mehr zu zahlen? Zwei, dreimal. Und dann sagte einer, ich bezahle zwei Silberstücke dafür. Und er hat es ihm dann gegeben. Und dann nahm er die zwei Silberstücke und gab sie dem Mann. Und er sagte, ich stiri bi ahadihima ta'am. Mit dem Einkauf zu essen für deine Familie. Fambudhu ila ahlik. Und bring es zu deiner Familie. Wa stiri bil akhari qaduma fa'tini bihi. Und kauf mit dem anderen eine Axt und komm dann zu mir. Und dann kam er mit der Axt. Und dann, sozusagen, gab der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihm ein Stück Holz, womit er dann sozusagen dieses Axtstück raufmachen konnte, und sagte, izhab fahtatib wa bi' wa la arayannaka 15 yawma. Geh mit diesem, mit der Axt, ja, hacke Holz und verkauf das Holz. Und ich möchte dich 15 Tage lang nicht sehen. 15 Tage möchte ich dich nicht sehen. Verfa'al, dann macht er das. Faja'a wa qad asaba 10 dirham. Und hat dann sozusagen 10 Silberstücke gehabt, nach 15 Tagen. Fashtara bi ba'dihā thawba, kaufte dann sozusagen damit dann teilweise was zum Essen, wa bi ba'dihā ta'ama, und etwas zu essen. Was zum Anziehen, um etwas zu essen. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, hadha khayrun laka min an taji'a al-mas'alata nuktatan fi wajhika yawm al-qiyamah. Das ist besser für dich, als dass das Betteln am jüngsten Tag ein Fleck auf deinem Gesicht sein wird. Innal mas'alata la tasluhu illa li thalath. Das Betteln geht nur für drei Menschen.
لذي فقر مدقع في jemand der sehr arm ist. ولذي غرم مفضع jemand der überschuldet ist. ولذي دم موجع jemand der sozusagen Blutgeld zurückzahlen muss. Allahu Akbar. Was für eine Überlieferung. Alle Brüder, alle Schwestern auch, ja? Subhanallah. Guck mal, wie der Prophet diesen Mann erzogen hat. Nicht betteln. Ja? Geh arbeiten. Guck mal hier, verkauf und geh arbeiten. Auch wenn es wenig ist, aber geh arbeiten. Ja, zeig jemandem, gib ihm nicht einen Fisch, sondern zeig ihm, wie man fischt. Wo er immer gesagt hat. Ja, zeig sozusagen. Jemand, der kommt nicht, sozusagen, gib ihm keinen Fisch, sondern zeig ihm, wie man fischt, wie man angelt. Damit er weiß, wie der Weg ist, da rauszukommen. Kommen wir inshallah zurück zu der Sura, damit wir das jetzt abschließen, inshallah. Das heißt, Allah Ta'ala nimmt jetzt sozusagen die Umstände der Menschen, warum sie nicht die ganze Nacht durchbeten können. Faqra'u ma tayassara min. Ja? So lest davon, was euch leicht wird. Also wenigstens ein bisschen, wenigstens zwei Raka, wenigstens das Wutergebet. Und wir hatten letztes Mal aufgezeigt gehabt, schon mit einem Raka. Surat al-Fatiha. Und drei Ayat gehörst du nicht zu den Ghafilin, zu den Unachtsamen, wie das der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Und jetzt, allgemein, schließt Allah die Surah ab und sagt, wa aqimu s-salah, wa atu s-zaka, wa aqridu Allah qardan hasana. So lest davon, also, und verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe und gebt Allah ein gutes Darlehen, unterstützt Menschen. Also, ja, allgemein versucht immer Gutes zu machen. Auch wenn ihr es nicht schafft, in der Nacht so lange zu beten, es gibt viele Möglichkeiten, Gutes zu tun. Euer Gebet zu verrichten, die Pflichten, dieser Kerl, die Pflicht der Kerl. Und natürlich, dass ich versuche, grundsätzlich immer wieder auch zu spenden auf dem Wege Allahs. Und jetzt kommt das Wichtige. وَمَا تُقَدِّمُ لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. Und was ihr für euch selbst an Gutem vorausschickt, das werdet ihr noch besser und großartiger belohnt bei Allah finden. Und jetzt hört den Hadith, den ich vorhin angekündigt hatte. Ein so schöner Hadith unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, diesbezüglich. Ja? Und zwar fragte der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, die Sahabe folgende Frage. Ja, jetzt finde ich das natürlich nicht. Moment. Er stellte ihm folgende Frage, sallallahu alaihi wa sallam. Na, hola, hola, das kommt das Netz. Ich möchte den Hadith gerne inshallah ta'ala im Wortlaut wiedergeben. Genau. Ayyukum maluhu ahabbu ilayhi min mali warithihi. Wer von euch, ja, liebt sozusagen sein Vermögen für sich mehr als sozusagen für seinen Erben, der ihn beerben wird? Die sagten, ja, Rasulullah, ma minna min ahadin illa maluhu ahabba ilayhi min mali warithihi. Natürlich, jeder von uns liebt sein Vermögen für sich mehr als für seinen sozusagen dann Erben. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, i'lamu ma taqulun. Qalu wa ma na'lamu illa dhalika ya Rasulullah. Qal innama malu ahadikum ma qaddam wa malu warithihi ma akhar. Pass darauf auf, was ihr sagt. Was sollen wir sagen? Er meinte, das, ja, was ihr vorausschickt an Vermögen, indem ihr spendet, damit Gutes tut, das ist für euch. Das, was du nutzt jetzt an Gutem, das ist für dich, weil das nimmst du mit ins Akhira. Und das, was du aufbewahrst und nicht ausgibst für gute Zwecke, das ist für wen? Das ist für deine Erben. Subhanallah. Ja, und deswegen, alles, was du jetzt tust an Gutem, das wirst du am jüngsten Tag wieder vorfinden. Aber nicht einfach so eins zu eins, sondern vervielfacht, bis zu 700-fach und noch mehr. Wie wir immer wieder gesagt haben, die beste Bank ist die Bank bei Allah. Es gibt keine bessere Bank. Kriegst du die höchsten Zinsen. mehr sogar als, genau, ja, Bitcoin und Co. Subhanallah. Ja? Also die meisten Zinsen, ja, kriegst du wirklich bei dieser göttlichen Bank. Und jetzt schließt Allah Ta'ala ab mit den Worten Wastaghfirullah und bittet Allah um Vergebung immer wieder für eure Schwäche, für eure Sünden. Inna Allah ghafur rahim. Gewiss, Allah ist allvergebend und barmherzig. Und damit schließt Allah Ta'ala diese schöne Sura ab. Man merkt, diese Ayah, die letzte Ayah ist wirklich eigenständig. Man merkt, sie ist später offenbart worden. Ja? Allahu a'lam, ob in Mekka, in Medina. Wir wissen es nicht, selbst wenn ich habe gerade überlegt, während ich das gerade vortrage, ist mir so ein Widerspruch aufgefallen. Und zwar, wenn wir sagen 10 Jahre, wann ist denn die Sura offenbart worden? Die Sura ist ja relativ am Anfang offenbart worden. Also man kann sagen, wahrscheinlich in den ersten Monaten, ja, nachdem der Prophet sallallahu alaihi die Botschaft empfangen hat. Gut. Wie lange war er in Mekka gewesen? 13 Jahre. Das heißt, wenn wir sagen, sogar 10 Jahre, muss es immer noch wo gewesen sein? Immer noch in Mekka. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ob das medinensisch ist oder mekkanisch, unabhängig davon, ja, es ist auf jeden Fall eine Ayah, die später herabgekommen ist und Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß es am besten.
Besten. Subhanak Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.